Ein abschließender Tipp zum Thema Geld sparen, das ist das Thema Grundsteuer. Ja. Gerade im Fertighausbereich. Sind ja Vertriebslinien unterwegs, die dann eben auch einen Werkvertrag mit dem Bauherrn unterzeichnen, auch wenn er noch kein Grundstück hat. Ja. Dann wird hinterher das Grundstück gefunden und nicht immer wird sauber darüber aufgeklärt, dass in dem Fall auch das Haus mit Grunderwerbsteuer belegt wird. Auch wenn das Finanzamt das später erfährt, wird auch der Hauskaufpreis besteuert. Ja. Hier ganz klar mit dem Bauunternehmen eine Regelung zu finden, zumindest keine schriftliche Regelung zu finden, weil sobald was unterschrieben ist, ist es ein Kuppelgeschäft und dann wird besteuert. Das heißt, es muss vorher die Finanzierung auch stehen für das Grundstück, auch mit der Bank vielleicht dort sprechen. Das ist auch immer ein Indiz, das wird auch von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich behandelt. Mit der Bank darüber zu sprechen, dass ich eine zweistufige Finanzierung mache und im ersten Schritt nur das Grundstück finanziere und auch nur das Grundstück in die Hypothek unter Umständen eintrage, mit der Bank sprechen und hinterher dann erst den Werkvertrag abschließe, weil es ist ein Unterschied, ob ich auf 200.000 Euro Grundstückspreis Grunderwerbsteuer zahlen, zwischen 3,5 und 6% sind wir ja mittlerweile. Auf jeden Fall. Oder ob ich halt nachher auf 500.000, 600.000 Euro diese 5-6% bezahlen muss. Wilfried, das ist ein super Punkt. Ist auch so natürlich vollkommen richtig. Nur manchmal ergibt sich dann das andere Problem, dass viele Banken eben sagen, wir finanzieren nicht nur das Grundstück. Wir wollen auch entsprechend das Objekt dazu haben, sonst finanzieren wir gar nicht. Und das Zweite, was dir dann auch passieren kann, ist, das hatte ich gerade. Ihr sagte dann so schön, ich hätte mal Ihr Buch vorher lesen sollen. Ich so, die haben also erst das Grundstück gekauft, mit einer örtlichen Sparkasse finanziert, sich dann um das Objekt gekümmert. Aber dann sind die natürlich Spielball der Bank. Weil die Bank weiß, er findet von keinem anderen eine Finanzierung. Und damit war mal eben die Hausfinanzierung dann 03, 04 teurer. Ja, aber auch das kann man lösen. Denke, ja, klar. Das war ja das Thema, was wir vorhin hatten, gut vorbereitet reinzugehen. Da kann ich zum Beispiel mit der Bank dann ein Vorwartdarlehen vereinbaren. Ein zweites Vorwartdarlehen, dann habe ich jetzt mir schon die Konditionen gesichert. Ja. Wenn ich mir vorher als Bauherr auch klar bin, das und das möchte ich bauen, das kann ich mir ja vorher aussuchen. Ich kann ja vorher schon mit dem Bauunternehmen auch sprechen. Ja. Das und das möchte ich bauen. Ja. Was kostet das? Kann ich mir ein Angebot einholen? Ja. Es geht nur darum, dass ich keinen Vertrag unterschreiben muss. Ganz genau. Und dann hat auch die Bank die entsprechenden Informationen, um das bewerten zu können. Wenn ich dann zur Bank gehe und sage, liebe Bank, ich möchte dieses Grundstück kaufen und würde gern dieses Haus bauen, habe jetzt aber noch keinen Werkvertrag unterschrieben. Genau. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann mache ich auch eine Splitting in der Finanzierung. Dann habe ich ja auch die Sicherheit für den zweiten Teil meines Darlehens und bin dann nicht mehr Spielball der Bank. Perfekt. Super. Ganz klasse. Aber wenn ich das so, wenn ich dich da richtig verstehe und das, wie soll ich sagen, mal analysiere, dann bist du auch eher ein Fan von örtlichen, regionalen Banken und nicht unbedingt von einer Direktbank. Das will ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Ich arbeite da ja auch mit Finanzvermittlern zum Beispiel zusammen, die natürlich auch mit vielen regionalen Banken arbeiten. Ja. Dort hat sich einfach rauskristallisiert, dass auch selbst viele Finanzvermittler letztendlich oftmals auf regionale Banken zurückgreifen. Das ist das eine. Ja. Aber da muss man natürlich auch gucken, gerade bei Finanzvermittlern, ganz klar, wem sind die verpflichtet? Sind die mir als Kunde verpflichtet oder sind die dem verpflichtet, wo die meiste Provision bezahlt wird? Die haben da auch wiederum ein eigenes Interesse. Ja. Da muss ich mir als Bauherr halt auch vorher überlegen, wie gehe ich das Thema Finanzierung an? Ganz genau. Gebe ich da vielleicht auch ein paar Euro in ein vernünftiges Coaching an und engagiere jemanden, der nicht der Bank verpflichtet ist, sondern der mir verpflichtet ist als Kunde und mir dann die richtige Finanzierung raussucht. Ja. Dann gebe ich zwar vielleicht jetzt mehr Geld aus im Vorfeld ein paar Euro, aber in der Regel zahlt sich dann oftmals, dass ich einen besseren Deal hinterher habe. Absolut. Und die Finanzierung geht 30 bis 40 Jahre und selbst wenn ich jeden Monat nur 10 Euro einspare, 30 Jahre sind 360 Monate, das sind schon 3.500 Euro, die ich darüber einspare. Nur mal so schnell. Ja. Und das ist ja nur ein kleiner Betrag, meistens sind es ja viel mehr. Exakt. Ja, und darüber wird dann nicht nachgedacht. Ja, die feilschen um die dritte Nachkommastelle beim Zinssatz, anstatt mal zu gucken, was kostet es eigentlich wirklich oder was kann ich wo einsparen. Ja. Das ist das Thema eben, betrachte ich das Ganze als Kosten oder als Investition? Ja. Der Geschäftsmann, der weiß in der Regel die Unterschiede zwischen Kosten und Investition bewerten. Der normale
Verbraucher lässt sich ja auch gar nicht verdenken. Der hat ja damit auch keine Berührung und keine Notwendigkeit. Der macht diesen Unterschied nicht. Das sieht erstmal nur, er muss Geld vom ausgeben. Konto. Genau. Ja, aber auch als Verbraucher muss ich mir überlegen, ich gebe Geld aus, was bekomme ich dafür? Ja. Das mache ich ja auch, wenn ich ein Auto kaufe. Natürlich spielt eine Emotion dafür. Ich gebe Geld aus, was für ein Auto bekomme ich dafür, oder? Ja. Ich möchte das Auto, was will ich dafür ausgeben? Ja. Aber letztendlich habe ich eine ähnliche Situation. Eigentlich täglich, wenn ich Geld ausgebe, überlege ich gebe Geld aus, was bekomme ich dafür? Nur muss man da halt einen Schritt zeitlich einen Schritt weiter vordenken, weil natürlich der Return on Invest, also das viel kommt nicht sofort zurück, sondern nur über einen späteren Zeitpunkt. Dessen muss ich mir klar werden. Und mir heißt ein alter Spruch, um zu sparen, muss ich erstmal investieren. Genau. Oder wie wir in Hamburg sagen, ich bin viel zu arm, als dass ich es mir leisten könnte, billig einzukaufen. Ja. Das hat der Rockefeller schon gesagt. Was Billiges kann ich mir nicht leisten. Genau. Ne? Und wer billig kauft, kauft zweimal. Genau. Das sind so die Sprüche, die man immer wieder hört, aber sie sind richtig. Sie sind definitiv richtig. So Plattitüd, wie sie auch klingen mögen. Exakt. Vielleicht nur noch kurzes Schlusswort. Ist das aus deiner Beobachtung auch häufig so, das beobachte ich immer wieder, dass die meisten Leute ihren Jahresurlaub und ihr neues Auto länger planen als den Bau ihres Hauses oder den Kauf ihres Hauses? Das ist wirklich so, ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das hier unterschrieben wird. Ja. Ich sage halt sehr oft, viele Leute stehen länger im Supermarkt am Regal und überlegen, welche Butter sie kaufen sollen. Und die ist 5 Cent billiger wie die andere. Ja. Und beim Hauskauf, da spielen plötzlich Zehntausende Euros keine Rolle. Keine Rolle, da wird nicht drüber nachgedacht. Ja. Und wir reden über große Summen, da ist auch das Potenzial der Einsparung auch entsprechend groß. Ja. Wenn ich 10% einsparen kann, bei 500.000 Euro sind das 50.000 Euro. Das Potenzial ist oftmals vorhanden. Weißt du, was da manchmal fehlt, ist aus meiner Sicht, dass man den Leuten klar macht, alles klar, sagen Sie mal, was verdienen Sie netto im Jahr oder im Monat? So, da gibt es eben den einen oder anderen, der nicht mal 50.000 netto im Jahr verdient. Also wir sprechen über ein Jahresgehalt mal eben netto, nach Steuern, nach Kirchensteuer, nach Solidarność, nach allem Pipapo. Ja, und eben, aber ich finde es beruhigend, dass es dir auch häufig so geht. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Wilfried, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Und wir hoffen, dass die Zuschauer da ordentlich was rausgenommen haben.